fuck! Hat sich gelohnt. Alter, was war das eben? Jo, warte mal, ich muss mich einsammeln. Hi. Ich hab's noch scheppern hören, aber da war ich schon da unten auf dem alten Stein fast drauf. Ja, dann lieber weiterfahren, bis du richtig auch halten kannst. Ja, ne, weil bis sicher auch halten kannst. Da kommt der Stein und dann drücke und hinten dran angehalten. Deswegen habe ich ja gleich hochgerufen. Ja, ich habe nur kurz noch so Luft, Luft. Und dann habe ich halt irgend so blöd unter dem Rad gelegt, wusste nicht, wie ich aufsteigen soll. Und jetzt geht's wieder. Also wir können von mir aus schon direkt weiterfahren. Ich ziehe, pack nur mein Gelumsei. Ja. Das sehe ich aus wie ein Rennradfahrer mit dem Helm. So. So aerodynamisch. Es war halt auch schon so lange nicht mehr ohne richtigen Sturz. Das andere ungewollte Absteigen war ja bis jetzt immer nichts gewesen. Oh, mach hin, meine Gelenke werden kalt, der Schmerz kommt. Etwas wenig Luft. Vielleicht auch deswegen. Hast du Luftpumpe? Ja, Luftpumpe habe ich dabei. Das ist ein bisschen arg wenig Luft. So fahre ich definitiv nicht weiter, sonst ist die Felge am Arsch. Habe ich die Felgentreffer? Gäbe? Hast du Tubeless oder? Ja, ja, ich habe Tubeless. Aber ich habe der. Aber ich habe der, aber der Felge doch keinen Treffer verpasst. Gut, es kann sein, dass du Burping hast. Ja, aber so zu. Obwohl von oben runter. Durch diese Kante, Reife weggeknickt. Machen wir dich mal aus. So. Weiter geht's. Für den nächsten Sturz. Machen wir es lieber so. Gehen wir auf Nummer sicher. Hallo. Vielleicht eine gute Entscheidung. Ja, die habe ich eben schon mal nicht getroffen. Danke, einen schönen Tag. Ich bin zwar voll gehemmt. Guten Tag. Es würde ja nicht sein, dass du über das Vorderrad gerutscht bist und du durch Burping gekriegt hast. Das kann auch möglich sein. Aber so viel zu dem Thema. Das Schwierige ist oben raus. Jetzt wird es gediegener und bam, da liege ich schon. Aber wie es halt wieder ist, ich und Feuchtigkeit. Feuchtigkeit nicht, wir mögen uns nicht. Scheiß Sattel! Die
Ja, ich habe die Kurve irgendwie dezent doof, dezent falsch angefahren, falsch angeschnitten und ich wollte eigentlich Hinterrad-Ebung setzen in der Kurve, aber irgendwie. Der Boden ist schnell und zu weit. Was halt auch kacke ist, von wegen Sattel, Fuß, Oberschenkel ansetzen. Ich weiß nicht, warum der so. Ein bisschen nachziehen, vielleicht mal. Wenn ich noch ein bisschen ticke fester mache, dann drücke ich mal halt was Carbon. Das ist aber immer nur, wenn er ohne ist, ist er so extrem leicht gängig. Der ist ein bisschen fett. Ja. Mögen die Hemmungen mit mir sein heute. So langsam. Ich muss auch absteigen. Und sagen jetzt erstmal heute schon. Hallo. Hi. Falle. Kann man so sagen. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Ja, hab's wild. Mann, ist ja kein Fußballspieler. Schönen Tag noch. Oh, ein Hund. Hallo. Alter, an das Ende habe ich mich gar nicht mehr entsinnen können. Ja, nee, okay, ich schließe mich an. Einmal ein Sturz am Tag reicht mir. Ja, und vor allem ist jetzt halt auch komplettes Vertrauen weg gerade wieder. Ich fahre halt das Rad jetzt auch halt viel zu wenig. Ach ja.
Stehe auch wieder viel zu viel auf der Vorderradbremse. Ah. Loch. Man hört auch wieder, wie die Vorderradbremse quietscht. Scheiße. Oh fuck. Ich glaube nicht, damit er das hochgefahren ist. Alter, Alter! Ja. Nö. Aua! Ich stehe halt auch wieder viel zu viel auf der Vorderradbremse. Warum auch immer. Das Fahrzeug ist nicht mehr. Junge, Junge. Das ist verwerflich. Ja, wenn du dich wohl drauf fühlst, warum nicht? Ja, da sind wir schon unten. Da unten ist schon der Parkplatz. Ja, das geht zum Holle, das Ding. Merkst? Lass doch mal die Stellige. Puh.